Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem schnellen Unboxing. Auch ich bin den Verführungskünsten von Stefan 123321 erlegen und konnte nach seiner Vorstellung nicht an mich halten und habe auf einen Bestellknopf gedrückt, um mir ein besonderes Messer zu sichern, das ich ehrlich gesagt so gar nicht kannte. Und ja, genug der Vorrede, jetzt wollen wir mal schnell reinschauen. Ich habe mir dafür mein Victorinox White Christmas ausgesucht, aus Gründen, die sich, glaube ich, gleich erschließen lassen. So, und hier ist die kleine Box. Unschwer zu erkennen, handelt es sich um ein Wenger-Messer. Und hier die Bezeichnung Blackout 63 ST. Sie wissen wahrscheinlich die meisten schon, um welches Messer es sich handelt. Ja, auch ich habe mir noch eines der letzten komplett schwarzen Wenger-Messer sichern wollen. Und wenn ich Amazon trauen darf, dann war das hier das letzte Messer, das im Angebot war, zumindest von dem speziellen Anbieter. Ja, und es ist so schwarz, dass man kaum was sieht. Auch der Korkenzieher in schwarz. Die Klinge in schwarz. Schöner Fingerabdruckmagnet. Da scheint noch irgendwas drauf zu sein, wahrscheinlich ein bisschen Öl oder so. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an das Modell Waiter von Victorinox, zumindest was die Werkzeuge angeht. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das hier auch das Kombi-Werkzeug von Wenger ist, mit dem man sowohl Flaschen als auch Dosen öffnen kann. Hier haben wir dann noch einen Schraubendreher. Und dann die nächste Öffnungsmöglichkeit hier für Flaschen, die verkorkt sind. So sollte man mit diesem Messer alle handelsüblichen Getränkeverpackungen aufbekommen. Der Griff ist übrigens sehr angenehm. Diese Soft-Touch-Oberfläche fühlt sich sehr, sehr gut an. Und hier nochmal im direkten Vergleich mit dem 91mm Modell von Victorinox, dem Climber White Christmas. Und hier das Wenger. Das hat, glaube ich, eine Grifflänge von 85mm. Wäre also eher vergleichbar mit den Alox-Modellen, den 84mm Alox-Modellen. Oder halt den kleineren 84mm Modellen von Victorinox. Da habe ich aber zurzeit leider keins da. Hier haben wir nochmal den Kontrast. Auf der linken Seite das schöne weiße Climber White Christmas und hier das Blackout von Wenger auf der rechten Seite. Sehr schick. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bin jetzt also auch im Club der schwarzen Wenger Taschenmesserbesitzer. Ich habe mir gar nicht träumen lassen, dass ich nochmal ein Wenger-Messer kaufen werde. Die werden ja auch allmählich rar am Markt. Aber so ist es jetzt und da bin ich ganz besonders froh drum, dass es so ein schönes Messer geworden ist. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!